Yo, ihr Checker und Chicas! Es wird wieder surftig und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und ich bin hier gerade irgendwo in ein Loch gesprungen. Und ich bin immer noch in dieser Scheißhöhle. Und ich stelle mir langsam mal. Ich muss ja mal kurz ein kleines Innerhündchen vornehmen. So, ich starte. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Ach so, ich habe gegen die falsche Seite geguckt. Nee, ich glaube, ich stelle hier kurz meine Sprache um. Options. Warum bin ich noch nicht im Vollbildmodus? Das fragen sich manche. Ach, ihr seht es ja sowieso nicht. Aber ich frag's mich und deswegen. Ja. Deutsch. Ah ja, du holst dir der Grabsch die Eisen. Ich habe nämlich ein neues Ressourcenpaket. Eisen mit haben wir 19 und. Und du hast Schallplatten. Das brauchen wir. Ey, wir haben doch einen Diamant. Da können wir doch eine Beatbox bauen. Oh, das ist doch unnötig. Ey, aber jetzt, wo wir eine Schallplatte haben, lohnt es sich doch. Ne? Alter, wie viel Eisen? Lohnt sich gar nichts hier. Ein bisschen ausleuchten das Ganze, Alter. Das sieht schon mal heftig wie nice. Super heftig, ne? Sieht schon mal heftig nice aus hier. Ja, super heftig nice, ne? Ist mich gegen die Wand gesprungen, so. Ja, es sieht so geil aus mit dem ganzen Leben. Das feiert sich richtig, weil Leben hat so eine eigene Struktur. Kann ich vielleicht nachher auch einmal zeigen, ne? Kann man machen, muss man, aber nicht. Doch, muss man. So geil, wie das aussieht. Hier ein bisschen Dirt. So. Ein bisschen Dirt, ne? Von der Dirt. Okay, das war. Das erste Schaf hieß Friederich. Das war erschreckend niedrig. Das zweite Schaf hieß Dörte, weil es so gern röhrte. Das dritte Schaf hieß Gunther. Apropos Schaf, warum ist ein Schaf? Wollt nie von Dörte runter. Trotzdem, okay. Warum ist der ein Schaf? Keine Ahnung. Juckt mich auch gerade herzlich wenig. So, ich könnte mal wieder. Mich juckt's aber ziemlich nämlich am Hintern. Ich könnte mal die Kühe wieder parken. Alter, wie viel Eisen? Alter, irgendwie ist gerade die Mausempfindlichkeit ziemlich hoch, habe ich das Gefühl. Das geht ja richtig ab. Ja, geht ja ab wie eine Spitzkatze, ne? Optionen, ich muss jetzt mal alles einstellen. Steuerung. Wo ist Mausempfindlichkeit? Tja. Farben an. Chat zeigen, Weblinks. Hui. Hoffentlich gehen wir nicht. Oh, Mine! Niete! Also wenn du gerade da wärst, dann wäre das ja schön zu hören, ne? Ich bin aber gerade nicht da. Komm mal ran. Ne? Moment. Au. So. Probier gerade das. Ich habe natürlich keine Axt dabei, weil ich meine, so ein bisschen Holz könnte man hier unten nämlich immer mal gebrauchen. Schwert habe ich natürlich auch nicht dabei. Aber wozu haben wir denn eine Werkbank? twitter.com/softiktv. Ja, ein bisschen Werbung muss ja sein. Das haben wir doch schon in der Beschreibung drin. Ist mir egal. Jo. Trotzdem habe ich immer noch nicht die Mausempfindlichkeit hier. Steuerung. 100% ist doch normal, oder? Auf was steht bei dir die Mausempfindlichkeit? Wo ist denn die? Unter Steuerung. Ja, 100% ist normal. Bei mir geht es irgendwie gerade richtig ab. Okay, Moment. Die Kuh sieht richtig behindert aus. Hier mal ein bisschen hoch, ne? Oh ja, 50%. Oh, da haben sich zwei gefunden und ein Kind gemacht, direkt. Oh ja, das ist geil, ey. Oh, okay, vielleicht auch ein bisschen hoch, ne? Ich habe eine Werkbank. Und genau in die Stufen, die wollte ich. 105% reicht. Ressourcenpakete, hier. Das Kingcraft. Es sieht einfach hier in diesem Biom fett aus. Ja, ich will mal wissen, wie das hier unten fett aussieht. Nur der rote Sand ist ein bisschen Default. Ne? Das wäre ein bisschen scheiße. Naja. Okay. Oh, Alter. Ich feier das. Alter. Wir sind hier eine Pferderüstung. Ach. Okay. Irgendwie hat meine Fackel ein kleines Problem. Aber wie auch immer, ich glaube, dann nehme ich doch lieber wieder meine Kraft. So, ich brauche Fackeln. Ich habe nicht mal Kohle, um mir welche zu machen. Und es wird Nacht. Yo, Nacht. Yo, sollen wir hier mal ein paar Schienen mitnehmen? Naja, ich habe mir sogar ein bisschen was überlegt, ne? Was wir labern können. Ich habe erstmal Schienen mitnehmen, ja, nein. Ich nehme mal mit, ne? Mach halt. Können wir eine kleine Bahn bauen, von oben nach unten? Ja, stimmt, wir brauchen ja eine Bahn irgendwie. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Gold. Und Leuchtturm.
Okay, ich muss jetzt hier langsam mal. Das Gold habe ich ja leider verschoben. Das tolle Haus, was ich in der letzten Aufnahme angefangen habe, fertig bauen. Ein bisschen ausleuchten, weil es ist relativ dunkel hier drin. Hoffentlich finde ich auch wieder raus. So. Ist ziemlich scheiße, wenn nicht. Das wäre halt vielleicht nicht scheiße, aber nicht so praktisch. Ja. Muss ich mich irgendwie nach oben durchbauen, dann wer weiß, wo ich rauskomme. Ich feiere das gerade. Oh. Und wie geil. Also erstmal hier ein paar Fäden mitnehmen, damit wir uns wieder ein paar schöne Bögen bauen können. Ich gehe mal zu meinem Friedhof, ich muss mal mich betrauen. Hast du zu Friedhof, ich dachte gerade, den Friseur. Nein, da muss ich auch langsam mal wieder hin. Ja, ich auch. Aber ich sage sowieso alle, dass ich zum Friseur muss, ne? Bei der Frisur kein Wunder, aber... Wie sagen wir, bei 1000 Abonnenten machen wir jetzt einen Happy-Kurs, ja? Ja. Ist das ein Wort? Können wir das so machen mal? Ach, schon bei 100, ich meine 1000 ist... Ja, oh, nein, nicht bei 100, 1000. 1000 ist auch so ewig. Nein, also. Doch, ich betraue jetzt meine Intelligenz. Das Fahrenkreuz sieht ein bisschen kuppel aus bei dem Texturenpack. Ah ja, richtig heftig. So, super ich heftig. Ich muss jetzt sehen, morgen mit der Bahn so Richtung. Eisen! Ich muss ja jetzt jeden Morgen mit der Bahn so Richtung Schule fahren. Ja. Oder, ja, muss ich. Und dann war gestern ist eine mitten im Zug zusammengeklappt. Es war schon hart, weil die Stadt. Moment mal, Moment mal. Die standen nämlich direkt vor mir, also habe ich das genauestens genau alles mitbekommen. Und hast natürlich nichts getan, ne? Ich habe mir nur what the fuck gedacht. Aber das wird sich, glaube ich, jeder denken. Man war aber jemand so geistesgegenwärtig, hat er erstmal hingelegt und Füße hoch und so, ja. Ist Füße, ja so. Die Füße noch hoch, ne? Die Beine gesprochen, na Spaß. Nee, und ja, war alles geklappt und dann, wir waren 100 Meter vor dem Bahnhof entfernt. Und dann war da so ein richtiger Flamongo und hat 100 Meter vor dem Bahnhof. Hat er die Dingens gezogen, die Notbremse, dass die Tür mit aufging. Richtig am Pfosten war das, weil, komm, und die 100 Meter, dann hätte man ziehen können, dass der Zug auch stehen bleibt. Dann hätten wir im Bahnhof schön auf den Dingens warten können, auf den Kanal. Aber 100 Meter vorm Bahnhof, richtig dumm war das. So weit, so gut. Dann kommt noch der Zugführer zu uns. Oh, wer hat die Notbremse gezogen? Der Typ, der sie gezogen hat, stand direkt vor dem Zugführer. Und er hat gar nichts gesagt, dass Scheiße! Hat gar nichts gesagt, dass der es war. Also richtig dumm war das einfach nur. Richtig geil. Da steht was im Buch drin. Dann lese mal vor. CPD Dabzing Tang Spilip. Interessante Lektüre hast du da, ne? Ja. Also das ist das Zaubertuch. Auf jeden Fall nochmal zurück zum Thema. Richtig dumm. 100 Meter vor dem Bahnhof fängt er an, die Notbremse zu ziehen. Oh, Eisen. Und das hat mich richtig angepisst. Ja. Ey, wir haben alle gesagt, oh, doch nicht jetzt noch. Ja, wir sind doch eh gleich im Bahnhof. Und er zieht eiskalt 100 Meter vom Bahnhof. Soweit, so nicht so gut, aber nicht mein so länger, Freund, ne? Ein Freund von mir stand direkt an der Tür, weil der Zug ist immer so übel überfüllt, da passt, da kann man sich nicht mehr bewegen. Der stand an die Tür gepresst, richtig angelehnt. Und bei dieser Notbremse, die der Typ gezogen hat, also nicht mein Freund, sondern der halt die Notbremse gezogen hat, an diese Tür ist dann aufgegangen und mein Freund ist fast rausgefallen, weil die so plötzlich aufging, die Tür. Oh. Zack Busch hätt's gemacht. Moment mal. Ist da noch irgendwo? Nein. Meine Kiste, nein. Zack Busch hätt's gemacht. Aber, und der hing da irgendwie so halb in der Tür, an den hat er sich festgehalten, an so Dingern da. Und einfach nur. Ich würde mal sagen, ich baue das mal ab hier, ne? Richtig behindert. Was war das? Okay, ja, kannst du machen. Krieg auch mal ein paar Erfahrungspunkte. Ich habe 31 Level. Ich habe 6 Level. Immerhin kriegen wir jetzt mal ein paar Fäden, es ist auch wieder ein bisschen Wolle, ne? Ich habe keinen Plan, was ich bauen soll. Ein Haus für mich. Du hast doch schon dein Haus, bau dein Haus mal aus. Das wäre vielleicht ein Vorschlag. Gebrannter Lehm oder rot gefärbter Lehm? Rot gefärbter Lehm ist das. Weil die sehen bei dem Texturenpaket irgendwie so mega gleich aus. Oh, hey. Ja. Jetzt habe ich mich aber schön aufgeregt über dumme Typen. Aber wir sind noch nicht fertig, in dieser Folge wird's, oder in dieser Aufnahme wird's noch schön weitergehen mit dummen Typen. Ja, also aber zum Beispiel mit dir, ne? Deine Intelligenz ist tot, also bist du dumm. Das ist eine logische Schlussfolgerung. So, ich brauche hier dumme Treppe. So, gehe ich erst da hier runter, oder gehe ich erst noch durch die Mine? Ich glaube, ich erst da runter.
So. Ich einmal auf Höllenton finde gleich mal eine Mine. Oh. Aber immer noch keine Diamanten. Dann oh, noch mehr Mine. Dann wäre es, glaube ich, besser gewesen, wenn du runtergegangen wärst. Weiß nicht, aber. Aber eine Mine, ich meine, ist auch mal was. Meine, wann habe ich das erste Mal eine Mine gesehen? Also in diesem Let's Play natürlich noch gar nicht, aber. Eine Tretmine. Zack, Busch. Da, ha, wie war das? Alle still, keiner lacht, Sören hat einen Witz gemacht. Dieses Dach sieht einfach nur protestlich aus, das glaubst du gar nicht. Da vorne ist irgendwas mit einem Dungeon-Spawner, Ding des Gedöns. Warum hast du mein Haus hier hingebaut? Ja, Entschuldigung, der feine Herr. Aber jetzt mal, Alter, sind der Scheiß schon... Alter, da unten ist doch... Alter!